So, Glück auf. Wer das letzte Video gesehen hat, ich verlinke es nochmal in die Videobox. Wir sprachen von einem Volk, was ziemlich in sich zusammengebrochen war, viele verkotete Waben hatte und ganz, ganz wenig Bienen, ganz, ganz wenig Brut. Wir haben die Königin und die Bienen aus dem Kasten geholt und das Bild, was sich uns zeigt, war, als wir sie in Mini Plus gepackt haben, dass die neuen Bienen oder die schlüpfenden Bienen, die gesunden Bienen aus dem Mini Plus, ziemlich viele alte Bienen, die Winterbienen, wahrscheinlich die kranken Bienen, eliminiert haben und aus dem Volk geschmissen haben. Jetzt wollen wir einmal gucken, ob das neue junge Volk die Königin angenommen hat. Dafür machen wir das Kästchen einfach mal auf und sehen mal die Waben etwas durch und halten Ausschau nach der Königin, ob sich ein neuer Hofstab gebildet hat und ob die Bienen die alte Königin akzeptiert haben oder ob sie auch die alte Königin eliminiert haben und Nachschaffungszellen ziehen. So. Ich meine, das Volk ist jetzt auch kein Brecher, wir gehen mal ohne Rauch dran. Und wenn wir es aufmachen, kein Geheule, die Bienen sind nicht unruhig. Scheint sich hier eine Einheit gebildet zu haben. So, ich hocke mich mal hinter das Kästchen und wir ziehen mal vorsichtig ein paar Waben und halten mal nach der Königin Ausschau. Also wir haben genügend potenziell nachschlüpfende Bienen erstmal, viele Brut. Königin ist grün gezeichnet. War relativ klein, als ich sie gestern gesehen hatte. Vielleicht durch die bessere Pflege, durch die Bienen, kommt sie jetzt in eine bessere Legerate und wird dann halt nur noch dienen, um Mini Plus zu belarven, nachzustiften in einem Mini Plus. Und als Reserve arbeiten. Wir haben hier ganz viel offene Brut. Die ist schon ein bisschen älter. Auch auf der nächsten Wabe ist offene Brut. Und Tatsache, die Altbienen haben die Königin angenommen. Denn da läuft sie. Und ich hoffe jetzt, dass sie durch die Pflege der Bienen, durch die gute Fütterung ihres neuen Hofstaats, in eine gute produktive Eilegerate kommt. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist hier auch schon komplett nachgestiftet worden. Und die Königin fängt wieder vernünftig an zu legen. Wir gucken uns das Ganze nochmal in 3 Wochen an, die ganze Volksentwicklung. Und dann können wir ja feststellen, ob es das Allgemeinbild war. Mehrere Faktoren, wenig Bienen, wenig Gesundheit im Stock allgemein oder ob es an der Königin lag. Also in den nächsten 3 Wochen wird sich ja zeigen, wie die Volksentwicklung ist und was für neue Brutnester sich gebildet haben. So, nochmal hier die Königin im oberen Bereich. Dann wünschen wir diesem Volk alles Gute. Das jetzt als ein Projekt.
und schauen wir, wie sich dieses Volk entwickelt. So, das war's auch schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.